Jo, willkommen zu einem neuen Projekt. Ihr seht es schon. Let's replay One Piece Unlimited Cruise 1. Ja, warum mache ich das? Ich habe Lust auf das Spiel. Ihr habt euch das mehrmals gewünscht. Und wie man es schon sieht, wir machen natürlich auf Hard. Wir werden dafür einfach mal die Daten von unserem, ja, vom letzten Let's Play Spielstand nehmen, womit wir das damals beendet haben, und spielen es damit halt einfach nochmal durch. Wir haben hier und da ein paar kleine Vorteile, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau, was wir dadurch nochmal bekommen. Aber ich schätze mal, wir werden es dann gleich sehen. Ich glaube, jetzt kann ich auch erstmal wieder meinen Remote und den Anschlag weglegen, denn jetzt kommt erstmal ein Cutscene. Und da bin ich sowieso ruhig. Danach kann ich wieder ein bisschen reden. Reden macht Spaß. Deswegen Let's Play ich auch. Wow, tiefgründig. Ja, Ladebildschirm. Ich habe genug getiefgründet. Du darfst weitermachen. Danke.接触を確認。誰だお前。ちゃんとしたことも話せよ。資格者の答え名を確認。モンキー・D・ルフィ。あなたはプレゼントを受け取りますか。はあ。何言ってんだお前。なんかくれるって言うならもらってやるけどよ。了解。プレゼントの受託を確認。資格者の周辺情報をもとにデータの構築を開始します。 昔話に出てくる世界樹みたい。あんな木ほっとけ。それよりルフィだ。ルフィはどこに消えた。
溺れ死んだのかしら。え、にでも猫と言うんじゃねえ。ルフィの野生は俺なんかよりずっと好きなんだ。ルフィが死ぬなんてことあるわけ。そうですよ。あのルフィさんが死ぬもんですか。死んでるのは私だけで十分です。ほら、耳を澄ませばルフィさんの声が。空から、空、まさか天国では。 島に急いで向かうぞ。 Was? Weil ich so lange nichts gemacht habe. Sehr schön. Das war aber ein langes Intro, trotzdem. Immer wieder. Nebenbei zu dem, was ich spreche, ich werde nur das sprechen, was die nicht gerade sagen. Wenn die schon auf Japanisch irgendwas sagen, dann rede ich da nicht drüber. Ich glaube, sie können mich nicht hören. Ah, naja, dann muss ich eben zu ihnen gehen. Das war ein kleines Abenteuer. Also da, wo er nur so ein paar Soundeffekte macht, da kann ich drüber reden. So, schauen wir doch mal. Was wir behalten haben, ist schon mal unsere Lebensanzeige und das Level unserer Attacken. Und wir können nun die ganzen Sachen auch bis Level 10. Also auf normal konnte man die nur bis Level 5 lernen. Und auf schwer kann ich die jetzt auch bis 10 lernen. Irgendwelche Items behalten? Nee, aber ich habe direkt alle meine Fächer. Das ist cool. Und mein komplettes Inventar. Ich habe gesehen, die Schatzkarten habe ich auch schon alle. Das heißt, ich krieg da nichts mehr raus. Information, Tutorial. Na gut. So, schauen wir mal. So. Okay.
Okay. Dann weiß ich nochmal, wie alle meine Attacken gehen. Hier. So sehen zum Beispiel die Items aus. Jetzt kann er noch ein bisschen erklären für die Leute, die das vielleicht das Spiel vielleicht noch nicht kannten von mir oder überhaupt nicht kannten. Kannten, ja. Man macht Attacken auf einmal A, zweimal A und dreimal A, auf Sprinten und A, auf Springen und A und auf Wiimote schütteln. Und hier haben wir doch direkt ein paar Gegner. Huch, was sind das denn für welche? Die tauchen plötzlich wie aus dem Nichts auf. Ah, sie greifen an. Ah ja, genau, mit A und B können wir ausweichen. Kostet auch alles ein bisschen SP. So, das hier sind so quasi diese Standardgegner, die nichts können. Aber, so ein bisschen was können sie doch. Sie können sich nämlich verwandeln. In andere Gegner. Hey, sie haben sich verwandelt. Wow. Hey, können sie machen, so viel sie wollen. Ich hau sie trotzdem um. Genau, und rechts an der Leiste haben wir den Kampfesrausch. Das ist, wenn wir den einmal komplett auffüllen. Ich kann es aber nicht mal zeigen. So, brauchen wir noch einen. Und zwar werden wir erstmal da ein bisschen stärker. Und die Gegner droppen immer Items, wenn wir sie damit kaputt machen. Und Heilung auch. Wie wir da schon sehen. Hier haben wir... Nein! Also ich habe mir noch ein paar Sachen gehalten. Und man kann auch Attacken aufladen, indem man den Knopf gedrückt hält. So, und die Gegner halten hier auch ein bisschen mehr aus, da es ja auch schwer ist. Und dann hängt das Bild schon wieder ein bisschen. Das habe ich auch echt in jedem Projekt. Mein böser Grabber. So. Den sprinten wir jetzt mal kurz an. Ja, fast. Und das wäre es auch für den letzten. Hm, was war denn das? Na egal, ich muss die anderen finden. Machen wir das denn? So, da nochmal ein paar Items bekommen. Das hier können wir nicht kaputt machen. Die Karte ist aufgedeckt. Ja, die Karte ist auch komplett aufgedeckt. Da können wir nicht hin. Den Bambus da können wir nur mit Schwertattacken kaputt machen. Also ich kann es ja schon mal sagen, wir können hier mit allen neuen Strohhüten kämpfen. Und was auch sehr cool ist, man kann halt jederzeit im Kampf zwischen den ganzen hin und her wechseln. So, gehen wir mal weiter. Ich ja, hatte ich doch noch richtig im Kopf, wo ich hin musste. Hey, da ist Sunny. Hey, Leute! Daten speichern. Jo, natürlich. Speichern abgeschlossen. Jo. Wo zum Teufel sind wir? Wir haben uns völlig verlaufen. Und wer ist schuld? Du hast keine Orientierungssinn, aber du musstest ja weiterrennen. Nami hat recht. Du solltest uns auf die Knie um Verzeihung bitten. Du willst, dass ich was tue? Idiot. Hey, wartet mal, ich kann die Sunny da drüben sehen. Wir sind noch so nicht so weit gekommen. Strohhut ist vielleicht schon auf dem Schiff. Gehen wir zurück. Super! Genau, auf 1 haben wir unsere Ego-Perspektive so ein bisschen. Auf 2 haben wir gar nichts. Keine Ahnung, was wir auf 2 haben. Irgendwie kommt da nichts. Ah, genau, mit dem Steuerkreuz rechts wechseln wir zwischen diesen einzelnen Sachen durch. Auf den anderen Steuerkreuz Sachen... kommt irgendwie nichts. Ja, und jeder hat halt seine ganzen Attacken. Aber es gibt auch einige Charaktere, die haben eine 3A-Attacke zum Beispiel nicht. Ich glaube, Nami zählt zum Beispiel dazu. Und Chopper auch. Was sind das denn für komische Typen? Mit denen wirst du doch gar nicht fertig, Moosball. Lass mich mal ran. So, und auf Minus können wir den Charakter wechseln. Einmal zeigen. Da können wir sehen. Na gut. Wenn Sanji den unbedingt möchte, dann holen wir Sanji raus. Sanji hat auch coole Attacken. Sanji benutze ich, glaube ich, sogar. Habe ich. Ist einer meiner Lieblingscharaktere hier, die ich benutze. Einfach mal, weil der gute Kombos machen kann. Nein, steht direkt vor mir. Das war leicht. Okay, gehen wir.
Hey, warte mal. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass wir deiner Führung folgen? Würde ich nicht machen. Blöde Idee. So, hier können wir ein bisschen... Diese Pflanzen geben für gewöhnlich mal Heilkräuter. Ja, was die wohl machen, sie heilen. Hier haben wir auch Insekten, die wir fangen können. Wenn wir ein Insektennetz hätten. Aus diesen Büschen können wir Bittergas erhalten. So, hier, das sind zum Beispiel diese Heilkräuterbüsche. Geben zwar nicht immer, aber meistens so ein bisschen Heilkräuter. Natürlich, wenn ich mal demonstrieren möchte, kommt nichts raus. Na, danke. Geht doch. Das Spiel will mich trollen. Und der Kampfrausch wird auch aus den vorigen Kämpfen übernommen. Wenn wir zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, nur noch ein A und zwei A brauchten für den Kampfrausch. Bombs. Einfach weggetreten. Kampfrausch ist auch ziemlich cool. Man kann sich da irgendwie welche Attacken aufladen oder halt in den Kampfrausch gehen und dann einfach mal draufboxen. Und dann sieht es einfach so aus, als wäre die Attacke so ein bisschen härter. Ich wollte die Kokosnuss noch haben. Seht ihr, ich habe euch doch sicher zurückgebracht, oder? Du hast uns zurückgebracht? Oh, du bist so wunderschön. Ich spreche Sanji so ein bisschen feiner. Oh, du bist so wunderschön, wenn du wütend bist, Nami. Das passt aber nicht. Hey, seht mal, ist das da drüben nicht Ruffy? Oh, wow, es ist Strohhut. Er ist tatsächlich allein zurückgekommen. Super! Was für eine Zeitverschwendung. Dabei wäre extra nach ihm gesucht. Das Super gehört zu Frankie, das kann man nicht nehmen. Jo. Am Anfang wird ziemlich oft gespeichert, einfach nur, weil wir... Ja. Gut, sie suchen. Nami hat es also geschafft, die schweren Jungs auf ihre Seite zu ziehen. Erwartet nicht so viel von mir. Ich renne, sobald ich Monster oder Geist auch nur sehe. Überlasst das nur mir. Ich bin nämlich auch ein Pirat. Ich passe auf euch auf. Danke, Chopper. Ach, für jeden eine einzelne Stimme. Ich werde mir mit Sicherheit nicht alle merken können. Und auch hier hat Brook eine interessante Laufartweise. Schneiden wir hier mal ein bisschen sowas ab. Wir werden die nachher noch brauchen. Wir werden schon noch sehen, warum. So. Brook hat nämlich noch so eine coole Eigenart. Der kann über Wasser laufen. Wie er es halt auch im Manga kann. Diese Kokosnüsse sind ganz komisch. Wenn die aber auf den Kopf fallen, sind alle eure SP weg. Aber die SP regenerieren sich. Da, ja, wer sind die denn? Überlass das mir. Ich schieße sie mit meiner Schleuder weg. Genau, 10 ist... 10? Z. Ist für anvisieren. So, kommen wir hier mit... Ja. Brooks komischen Attacken. Bom, bom. Dann noch hier. Nochmal eine... Genau, die Dinger geben immer Heilkräuter. Wenn man sie denn mal trifft mit der Attacke. Ist ab und zu ein bisschen schwer zu treffen, muss ich sagen. Und... Also, dass man sie so bekommt, ist eher mehr oder weniger Zufall. Wenn man sie im Kampf ist, rausbesiegt, kriegt man zu 100%. Sind alle verletzt? Ist keiner verletzt? Sind alles okay, sind halt keiner verletzt. So. So, sammeln wir dann hier nochmal ein paar Kokosnüsse ein. Man sieht schon halt auf dem Schatten da vom Baum, dass dann eine Kokosnuss ist. Na komm. Das war mein Kokosnussspalter. So, da hinten haben wir aber auch noch was. Können wir noch hier ein bisschen was untersuchen. Hier haben wir zum Beispiel eine Truhe. Mit einem Kristall. Oder Kisten, Fässer mit Mehl. Und sonst gibt es aber erstmal nichts. Schiffszwiebackration kann man auch... Das kann ich, glaube ich, sogar direkt mal demonstrieren. Alles neue Items, ja. So, das können wir jetzt einfach mal da dran legen. Und? Ach genau, dafür waren die Steuerkreuz oben links und da, damit man das aktiviert. Man legt es sich quasi an, benutzt es und sieht, das erhöht so ein bisschen hier die Werte. Boah, Chopper, viel merke ich gerade. Gehen wir es Robin. So, aber ich würde sagen, das war's immer für die erste Folge. Das werden immer 20-Minuten-Parts, das Projekt. Und es wird aber halt nur samstags und sonntags kommen, also ein Wochenendprojekt.
Ja. Gut, das war's dann erstmal von One Piece Pirate... Nein, nicht Pirate Warriors. One Piece Unlimited Cruise. Bis dann. Ciao.